Zu unseren ganz besonders wertvollen Produkten gehört das Johannisöl. Das Kraut wächst vor allem dort, wo nicht mehr gehäut wird. Es werden die obersten Sprossspitzen abgeschnitten, gemahlen, in die Gläser gebracht und mit einer Spezialölmischung übergossen. So. Dann werden die Gläser in einen Garten von Soljo gebracht, wo sie 5 bis 7 Wochen bei täglichem Umschaukeln der Sonne ausgesetzt werden. Durch das Sonnenlicht erst gelangt das Öl zu seiner vollen Güte und wird röter und röter. Danach wird es an Ort und Stelle filtriert und die Fässer nach Castasegna gebracht. Durch Sedimentation wird der Wassergehalt abgetrennt und geprüft wird mit der Spratzprobe, eine sehr empfindliche Methode, die aber auch viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert. Das Resultat ist ein außergewöhnliches Produkt, das als bewährtes Hausmittel vielfältige Anwendung findet. Es wird anteilsmäßig ebenfalls in der Ringelblumencreme, in der Johanniskrautseife und im Nagelbalsam eingesetzt.